Und so viele Entwicklerstudios, die vorher schon jahrelang etabliert waren, haben die einfach innerhalb kürzester Zeit runtergewirtschaftet. Okay, und als nächstes gucken wir uns das EA-Video an. Das habe ich auch schon mal gesehen. PS9, Minecraft 2. Das Asset habe ich aber gerade eben schon bei den Speedruns gesehen. Das haben wir schon gesehen. Was ich gehört habe, ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, Battlefield 2042, als rauskam, war eine Katastrophe. Eine Vollkatastrophe. Eine richtige Vollkatastrophe. Aber es soll sich inzwischen gefangen haben. Also quasi Cyberpunk, No Man's Sky, ja, und vielleicht auch Redfall in Fragezeichen, ich weiß nicht. Aber inzwischen soll es sich gefangen haben. EA hat es nicht einfach fallen lassen und nicht einfach in den Müll geworfen, wie ich auch befürchtet wurde. Ja, eigentlich hat man damit gerechnet, dass das einfach nur, naja, ist rausgekommen und dann wird es das zweite, wie hieß das andere Game nochmal, von BioWare, Anthem, dass es das nächste Anthem wird quasi. Hat man befürchtet. Ich weiß nicht genau, was mit Anthem heute ist, aber das spricht ja auch ein bisschen für sich. Und sind wir ehrlich, Anthem, das Gameplay war eigentlich ganz cool. Das Core-Gameplay war eigentlich ganz cool. Alles drumherum war kacke, aber das Core-Gameplay war eigentlich nice. Eigentlich schade. Und vor allem das Schlimme ist, ich weiß, wir sind gerade bei Battlefield, aber eigentlich bei Anthem ist das Schlimme, dass im Grunde genommen das drumherum das ist, wo BioWare seine Stärken hatte. Eigentlich, das ganze Worldbuilding, das ganze, und die ganze Story und bla, die NPCs und pipapo. Und das ist eigentlich eine Ironie, das ist eigentlich eine komplette Verspiegelung von dem, was BioWare eigentlich sonst auf den Markt bringt. Schade mit Anthem. Schade, schade. Aber schuld war nicht EA, in dem Falle schuld war wirklich BioWare. Wir gehen mal in Battlefield rein. Entschuldigung, ich wollte hier nicht rumlabern. Wir machen heute keinen Speedrun. EA in einer Nussschale. Nussschale. Okay, rein da. Ich habe mir Minecraft 2 gekauft, Skyrim 2 und FIFA 42. Und all diese Spiele sind scheiße. Hinter jeden 5 Blöcken beim neuen Minecraft-Teil ist eine Paywall. Und all das wegen EA Sports. Mein Sohn, hättest du bloß niemals diese Spiele vorbestellt? Lass mich dir eine lehrreiche Geschichte erzählen über ein Spiel namens Battlefield. Alles begann mit der Ankündigung vom gehyptesten Battlefield aller Zeiten. Battlefield 2042. Weißt du, was das Schlimme daran ist? Leute werden nichts draus lernen. Ich weiß, Battlefield hat sich inzwischen gefangen, aber das nächste Battlefield wird wieder genauso hochgehypt. Es wird genauso sein. Leute, das wird das beste Battlefield, was wir jemals gespielt haben. Und die gleichen Leute kommen dann zu mir in den Chat und sagen, was spielst du für eine Scheiße, weil ich Indie-Games zocke. Weißt du, es ist einfach absurd. Grotesk ist das richtige Wort. Es ist völlig grotesk. EA sagt, das neue Battlefield ist weit vor dem Zeitplan. EA sagt, die Updates für Battlefront 2 werden eingestellt, um an dem neuen Battlefield zu arbeiten. EA sagt, das neue Battlefield wird dominieren. Merkt euch unsere Worte. EA sagt, 4 Entwicklerstudios arbeiten ausschließlich an diesem Spiel. Was soll da schon schiefgehen? It looks amazing. Ist das die möglicherweise größte Werbekampagne of all time? Leute, dieses Spiel wird der Call of Duty Killer, auf den wir Jahre gewartet haben. Der Hype ist riesig und schlussendlich der Trailer mit dem Rendezvous, dem legendärsten Battlefield-Move aller Zeiten. Man springt aus seinem Jet, zerstört ein anderes Flugzeug und landet wieder in seinem eigenen Jet. Eason! Eason! Ich muss auch mal, wenn wir E3 gucken und so, E3, wenn wir E3-Ersatz gucken, werde ich auch mal so reagieren auf die Trailer. Ich glaube, das mache ich mal. Fang einladen und einfach so, einfach völlig eskalieren in alle Richtungen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Dystopisches Setting, die größten Maps of all time. Tornados, Explosion, Tornado-Explosion. 12. November 2021. Also Soldaten, das wird der härteste Kampf unseres Lebens. Wir haben jahrelang auf diesen Tag gewartet. Let's fucking go. Oh fuck, das Spiel ist nicht mal ansatzweise fertig. Tanz Warum die Robbe! Bin ich so unglaublich schnell? Das Schlauchboot kann man wenden. Das war Speedrun wieder. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, das geht im echten Leben nicht. Leute laufen in der Luft. Das Schlauchboot kann fliegen. Das ist doch geil. Ist ziemlich realistisch. Ich fliege durch den Sand hindurch. Server crashes. Ich kneife die Luft. Warum werde ich durch die Luft geworfen? Random Explosion. Meiner Grafikkarte geht's gar nicht gut. Der Panzer hat keine Gravitation. Was macht eine Seerobbe hier? Was ist falsch mit seinem Gesicht? Was ist falsch mit dem Flugzeug? Meine Waffen machen keinen Schaden. Sehr empfindlicher Computer. Ich glaube, so wird mich keiner entdecken.
ist voll geil. Epileptischer Anfall. Warum sterbe ich? Es ist lustig, wenn man nicht selber davon betroffen ist. Warum ist mein Teammate eingefroren? Meine Gegner verschwinden in der Wand. Meine Gegner sind über Kopf. Ich kann mit meinen vollsten Patronen schießen. Hä, hallo, voll geil. John, bist du am Gewinn? Keine Ahnung, es gibt nicht mal ein fucking Scoreboard in diesem Spiel. Nun, wie man sich denken kann, waren sehr viele Leute sehr unglücklich über das Spiel. Und Review bombten den EA-Titel auf der Seite, auf der es am meisten wehtut. Steam wird überflutet mit schlechten Rezensionen. Leute posten Kuchenrezepte, der klassische "Ich kaufe lieber WinRAR"-Kommentar und die einzigen positiven Kommentare sind darüber, wie gut das Deinstallieren vom Spiel denn funktionieren würde. Ich hätte mir auch Essen kaufen können. Das am gleichen Tag erschienene Spiel Pepperwoods vernichtet Battlefield mit Vorsprung und auch YouTube ist, naja, nicht amüsiert. It's not Battlefield, it's Hoverfield. Ah, Joe, ich hab ihn nicht mehr gesehen. Müssen wir da reingucken. Das Spiel ein bisschen unausgearbeitet und lassen das EA auch spüren. Aber Moment mal, wenn das Spiel von allen verhasst wird, warum sind auf der Homepage dann ausschließlich nahezu perfekte Reviews gelistet? EA nimmt einfach Reviews von irgendwelchen unbekannten Seiten, die wahrscheinlich auch noch bezahlt worden sind, und vermarkten das Spiel als Spiel des Jahres. Attack of the Fanboy, 4 von 5. Hobby Consolas, 84. All diese Seiten sind zum Großteil spanische und französische Klatschmagazine. Diese Reviews sind überhaupt nichts wert. Okay, außer IGN mit einer 7, aber guckt euch bitte diese Ratio an. Hat IGN wieder abgeliefert, ja? Was ist denn mit IGN, sag mal? Was ist denn mit IGN eigentlich? Das ist doch nur noch, das ist doch unfassbar. Das ist doch einfach unfassbar. Kann man IGN noch ernst nehmen? Ich frage das wirklich aus einem interessierten Standpunkt, ja, ohne das werten zu meinen. Kann man IGN noch ernst nehmen? Weil ich höre in letzter Zeit halt so viel komische Sachen und ich habe halt diese ganzen Review-Videos sind einfach, das kann man nicht rechtfertigen. Selbst wenn jemand das verkackt hat, diese Videos, ja, das verstehe ich. Dass nicht immer alles klappen kann, verstehe ich. Aber wie kann man die Videos dann noch raushauen? Als ernstzunehmendes Magazin. Als ernstzunehmende Spieleplattform, als eine der größten Spieleplattformen der Welt. Wie kannst du was überhaupt raushauen? Das ist mir ein Rätsel. Ich kenne nicht mehr das Cuphead-Video, das haben wir uns im Stream angeschaut. Es war fantastisch. Ich will es mir sogar, ganz ehrlich, das würde ich mir sogar nochmal angucken. Da würde ich sogar nochmal einen Kuchen zum Dessert nehmen. Das frage ich mich bei diesem Gronkh auch immer. Ja, aber bei dem weiß man, dass der Kacke ist. Der ist ja kein ernstzunehmendes Magazin. Das ist aber nur ein alter Mann im Internet, der einfach Blumenkästen anschreit, ja? Das ist ja nicht IGN. Das. Zwei Wochen später, 70% der Spieler haben bereits aufgehört, das Spiel zu spielen. Fucking Farming Simulator hat mehr aktive Spieler als Battlefield. Aber Farming Simulator ist auch ein Phänomen, muss man dazu sagen. Farming Simulator ist wirklich ein Phänomen. Howdy, Partner! Und das Spiel wird durch die negativen Reviews auf das mittlerweile 8 meistgedislikedeste Spiel auf Steam katapultiert. Warte mal, was? Reviews auf das mittlerweile 8 meistgedislikedeste. Okay, Godus verstehe ich. Ja, Godus verstehe ich absolut. Rollercoaster Tycoon World? Was ist denn da schiefgelaufen? Identity auch? Identity war doch so gehypt, also nicht gehypt, aber das war so groß angekündigt. Habe ich auch nichts mehr so richtig von gehört. Ich muss mir mal die schlechtesten Spiele auf Steam angucken. Rollercoaster World war übelst schlecht und ist parallel zu Planet Coaster released. War der schlechteste Teil aus der Reihe, war damals so. Aber war der so schlecht, dass er so eine Watsche verdient? Oh, Junge, Junge, Junge. Terraria? Wo siehst du Terraria? Terraria wird ja nicht sein. Oder war das hier? Nee, Terraria doch. Vielleicht ist das Spiel auf Steam katapultiert. Wir gucken noch mal rein. IGN, oh nein, danke IGN, hier kommt der Dankeschön. Release. Was wird hier ist der mit Geld? Der EA-Aktie passieren? Auf 1 war Terraria, ja, aber bei den meistgelikten, Leute. Das wäre das meistgelikte dann. Also quasi ganz oben auf der anderen Seite der Skala. Also auf der Liste, wenn es eine Liste gibt mit allen Spielen der Welt, die sortiert sind, dass unten die schlechtesten Spiele sind, ja, dann kann man sagen, da sind die schlechtesten Spiele der Welt drauf in Reihenfolge. Da ist Terraria natürlich oben, weil es das beste Spiel der Welt ist. Theoretisch. So. Nein. Ich erkläre euch mal Listen, genau. Der Gute Preis Idee. Des Spiels fällt kurzzeitig auf 5 Dollar. Heißt also Battlefield 2042 oder 1 Kilo Tomaten, die man weint auf das EA-Gebäude werfen kann. Und dann gibt es noch die Kommentare von EA-Mitarbeitern, wie zum Beispiel: Alle Fans sind angepisst, Leute. Eure Erwartungen sind brutal. Auch wir müssen uns ausruhen. Und Dude, es gibt kein fucking Scoreboard. Oder der Release von Halo Infinite in der gleichen Woche ist schuld daran, dass unser Spiel floppt. Ja, und die Pizza ist schuld, dass ich fett bin. Und das Brecheisen ist schuld, dass ich in dein Haus einbreche. Böser CEO, böser CEO. Oh, und du hast die 120 Euro Ultimate
Ultimate Edition gekauft mit dem Artbook und dem Soundtrack vom Spiel. Du kriegst eine PDF-Datei und ein paar MP3-Dateien zugesendet. Eine PDF-Datei, die es bereits umsonst im Internet zu finden gibt. Und den Soundtrack, den man umsonst auf YouTube hören kann. Das Spiel kommt außerdem mit dem Portal-Modus, bei dem man Maps aus verschiedenen Zeitepochen mit verschiedenen Waffen und Fahrzeugen spielen kann. Der wurde nach Release sofort offline genommen, weil Leute in den Lobbys ihre XP hochglitschten. Aber hey, wenn das Spiel absolut scheiße ist und der andere Modus eh nicht geht, kann ich ja wenigstens die Kampagne spielen. Mein Sohn, es gibt keine Kampagne, du Vollidiot. EA hat sich dazu entschieden, anstatt an einem Story-Modus zu arbeiten, alle Kapazitäten in den... Nein, Aimless schreibt gerade, hat leider 120 Euro bezahlt dafür. Oh Mann, das tut mir so leid. Ich hatte die 120-Euro-Version. Oh, das tut mir voll leid. Oh Mann, das ist wirklich bitter. Und da gab es wirklich nur ein PDF und einen digitalen Soundtrack. Eigentlich ist Betrug. Also eigentlich ist es wirklich Betrug. Eigentlich erwarte ich, ja, dass auf einem gewissen Anwaltschannel immer irgendwie kommt, hier hat EA dich auch um Geld beschissen, dann schau doch mal in die Videoinfos. Ich kauf mir keine Spiele ohne Kampagne. Deswegen bin ich bei Battlefield zum Glück drumherum geslidet. Eigentlich sammle ich Spiele, aber ich will keine Spiele ohne Kampagne. Also ohne Singleplayer, weil, ja, so tick ich eben, ne? So bin ich eben. Ist halt mein Ding. Multiplayer-Modus zu stecken. Es gibt kein Scoreboard. Wozu dann überhaupt die groß angekündigte Storyline? Wegen der tiefen Charakterentwicklung etwa? Battlefield der Trailer war geil. Im Jahr 2042. Der Trailer war actually geil von Battlefield, aber war halt nur der Trailer. Größten Krise der Menschheitsgeschichte. Ressourcenmangel herrscht auf der Welt. Alle deine Freunde sind tot. Ihr seid die letzten Überlebenden. War's das? Bin bereit für Runde 2. Heute bin ich stolz. Oh, das hatte ich vergessen, dass die ganzen Soldaten hier einfach nur noch, dass die jetzt alle hip sind, ne? Nicht mehr so rough, wie das früher mal war, so alle so vom Krieg gezeichnet, das Leben, ne? Sondern jetzt aber so, hey, yo, lass uns doch mal ein bisschen ballern gehen. War's das? Bin bereit für Runde 2. Das sind keine Patronen, das ist Lipgloss. Heute bin ich stolz. What a time to be alive! Zwei Wochen später brachte EA dann passend zum Setting einen Santa Claus-Skin raus. Ein Skin, der laut Medien bereits vorher in einer internen Feedback-Session niedergestimmt wurde, aber dann einfach trotzdem hinzugefügt wurde. Oh, und wie wär's mit Werbung in einem Spiel, wofür man bereits 70 Euro gezahlt hat? Gefällt euch das? Oder 120? EA Sports. It's in the game. Das Reddit-Forum zu Battlefield wird daraufhin so unglaublich toxisch, dass Reddit überlegt, es komplett sperren zu lassen. Bringt das Scoreboard zurück oder dieser Pinguin wird erschossen. Lustiger Prank da ist. Nun bringt bitte das echte Spiel raus. Eine Petition wird gestartet, damit Leute das Spiel zurückgeben können. Und EA denkt sich, nein. Hey, aber ich habe dafür 80 Euro bezahlt. Nein. Also, was genau ist passiert? EA gab 2020 dem Entwicklerstudio die Aufgabe, kopiert einfach das, was beliebt ist. Das Studio hat daraufhin monatelang an einem Battlefield 2042 Battle Royale gearbeitet. Und EA kam dann ein paar Monate später und dachte sich, Und so wurde alles über den Haufen geworfen. Außerdem wurde eine Engine benutzt, mit der das Entwicklerteam noch nicht vertraut war. Dann hat sich herausgestellt, dass nach dem sehr kontroversen Launch von Battlefield 5... eine Vielzahl an Elite-Entwicklern sich dazu entschieden, wegen der schlechten Firmenpolitik von EA zu kündigen. Ach, fickt euch EA! Heißt so viel wie, die vier Entwicklerteams waren eigentlich nur ein paar zusammengewürfelte und unerfahrene Mitarbeiter. Und als man merkte, man ist nicht mal ansatzweise im Zeitplan, hat man sich dazu entschieden, ganze... Moment, aber hieß es nicht, man ist im Zeitplan voraus? Features und Funktionen einfach aus dem Spiel zu werfen. Wow, die Zerstörung in dem Spiel ist unglaublich. Leute, sogar Battlefield Mobile ist besser. Es gibt keinen Voice-Chat. Die ganze Animationen wurden einfach entfernt. Man kann nicht tauchen in diesem Spiel. Okay, das ist nicht ganz wahr. Man muss nur lange genug aggressiv auf das Wasser einstechen. I'm under the water. Aber so funktioniert Wasser auch. Also immer, wenn ich baden gehe, habe ich auch immer so ein Steakmesser dabei und schneide meinen Weg aggressiv nach unten. Please help me. Man hinterlässt nirgendwo Fußabdrücke, außer auf steinhartem Beton. Die Maps sind so unfassbar groß und leer, dass man irgendwo im Nirgendwo spawnt und entweder sofort stirbt oder stundenlang laufen muss. Das Ganze fiel so vielen Spielern auf, dass Leute daraufhin anfingen, das Subreddit mit lustigen Map-Ideen zu fluten. In anderen Battlefield-Teilen fallen einfach mal ganze Gebäude und Map-Teile auf dich drauf. Wow, man sprengt mit einer Granate einen Truck hoch und er fliegt durch die Luft. 3, 2, 1, go.
Oh, wow. Die Liste geht noch etwas länger, aber ich glaube, ihr versteht das Prinzip. Alles, was am Ende übrig blieb, war ein halbfertiges, mittelmäßiges Spiel. Über die nächsten Monate sollten dann schließlich die Patches kommen, um das Spiel wieder zu flicken. Wie großzügig von EA. Nach 4 Monaten gab es endlich ein Scoreboard. Und noch ein paar Patches später gab es dann sogar einen Voice-Chat. Willkommen in der Zukunft. Und heute ist das Spiel ganz okay. Doch sind wir mal ehrlich. Wo liegt der Sinn darin, wenn man ein halbfertiges Spiel veröffentlicht, nur um es monatelang danach fertig patchen zu müssen? Vor allen Dingen kopiert alles, was angesagt ist, ist die schlechteste Entscheidung, die du machen kannst. Weil die Sachen, die angesagt sind, sind schon da. Und du hast eigentlich eine IP, du hast halt schon Battlefield. Du hast schon eine Fangemeinde. Und wenn du das halt runterdampfst auf irgendwas, was alle mögen, in Anführungszeichen, dann wird es am Ende keiner mögen, weil das Spiel ist für niemanden. Es ist nicht für die bestehenden Fans und es ist auch nicht für die Allgemeinheit, weil die hat ihre Games schon, die beliebt sind. Die brauchen kein Battlefield. Die brauchen kein irgendwas, was darauf gedampft ist. So, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert nicht. Wie bei Siedler, genau, wie bei Siedler. Um Schadensbegrenzung zu betreiben oder um noch irgendwie den eigenen Ruf zu retten. Und vor ein paar Tagen gab es sogar die ersten Hinweise darauf, dass das Spiel noch ein Jahr länger Support bekommt, damit es endlich auch mal fertig wird. Okay. Nun, wenigstens wurde hier einmal die richtige Entscheidung getroffen. Doch das Spiel und der Release war sicher kein Einzelfall. 2017, Mass Effect Andromeda. Dieses Spiel wurde als der revolutionäre AAA-Nachfolger der Mass Effect-Reihe angekündigt. Zeig die Gesichter! Epische Storyline, epische Bosskämpfe, riesige Welten zum Erkunden. Das sieht halt schon geil aus. Das sieht echt krass gut aus, ey. Warte, die Stimmen kenne ich doch. Wer ist denn da? Also wer sagt denn da, dass das krass geil aussieht? Hör mal genau hin. Wer sind denn diese Influencer, diese jungen, dynamischen? Kämpfe, riesige Welten zum Erkunden. Das sieht halt schon geil aus. Das sieht echt krass gut aus, ey. Enorm viele Gamer waren hyped auf diesen Titel. I'm kind of retarded. Und 40 Millionen Dollar und 5 Jahre Entwicklung später wurde es veröffentlicht. Oh, shit. Here we go again. Die Waffe wird falsch rumgehalten. T-Posing im All. Alien-Schlangenmenschen. Und diese Gesichtsanimation scheint sehr gut ausgearbeitet. Sehr realistische Kampfanimation. So. Okay, Leute, das Spiel ist doch gut. Wow, das ist ziemlich realistisch. Jetzt will ich doch spielen. Hey, Leute, bitte lasst mich raus. Warum geht mein Auto nicht? What the fuck is this shit? Oh nein, wir werden sterben. Guckt euch unsere angsterfüllten Gesichter an. Oh nein. Also Leute, willkommen zu meinem Let's Play. Das Spiel war ein absoluter Flop. Die Reviews waren sehr lustig zu lesen. Der Tag, an dem Mass Effect tot. Und die Rechtfertigung vom EA-Sprecher war danach, der Release von Zelda Breath of the Wild im gleichen Monat sei schuld gewesen, dass unser Spiel floppte. Can you shorten that up at all? How about it came out the same month as Zelda? Komm, wir bringen ein... Das macht das Spiel aber nicht schlechter. Nur weil ein anderes gutes Spiel rausgekommen ist, macht's... Spiel raus. Scheiß Zelda. Oder Mass Effect Andromeda ist gescheitert, weil es nicht genug Diversität im Spiel gab. Okay, wir brauchen blaue Aliens, rote Aliens, umgedrehte Aliens, einbeinige Aliens. EA Sports. It's in the game. Oha. Meine Frage wäre, wenn man sagt, dass ein anderes Spiel rauskam zu der Zeit und deswegen war das Spiel nicht erfolgreich, müsste dein Spiel nicht das Bessere gewesen sein und Zelda müsste abgekackt haben eigentlich, wenn man sich schon auf diese Logik irgendwie hintransformiert eventuell, dann müsste doch dein Spiel eigentlich das Bessere gewesen sein, weil dein Spiel ist ja mega geil. Aber ey, wenigstens konnte man vorher die gar nicht zu teure Collector-Edition vom Game kaufen. Och. Game not included. Nun, warum war das Spiel so unausgearbeitet? EA wollte eine andere Engine benutzen, um Geld zu sparen. EA hat zu wenig Mitarbeiter eingestellt, um Geld zu sparen. EA hat Leute eingestellt mit wenig Erfahrung, um Geld zu sparen. Ein paar Monate später und man stellte schließlich die Updates für das Spiel endgültig ein. Star Wars Battlefront 2. Jahrelanger Hype für den Nachfolger der berüchtigten Battlefront-Reihe. Und da ist er endlich. Der Trailer. Star Wars Battlefront 2 Trailer's out! Kämpfe in epischen Schlachten mit deinen Lieblingscharakteren aus Star Wars. EA bringt es raus und hey, das Game funktioniert ja tatsächlich. Keine Bugs, alles läuft solide. Doch warum muss ich 90 Stunden spielen, um Darth Vader und Luke Skywalker freizuschalten? Wie bitte? Ich muss 6 volle Monate 24/7 grinden, um überhaupt alle Inhalte in Battlefront 2 freizuschalten? Oder ich bezahle einfach sehr viel Geld. Alle Upgrades sind ausschließlich in Lootboxen zu finden. Es gibt ganz viel Geld aus und du bist overpowered wie Scheiße. What the fuck? Das Spiel
kam unglaublich gut an und alle haben es gefeiert. Nun, Leute merken, dass man die Credits im Spiel nicht mal verdient, indem man Spieler tötet, sondern indem man eine Runde abschließt. Und so baute dieser Spieler hier eine Vorrichtung, um nicht wegen Inaktivität aus dem Spiel gekickt zu werden, während er nebenbei Netflix schaut. Und das hat sich relativ schnell rumgesprochen. Und irgendwann waren die Lobbys voller Leute, die im Kreis liefen, um einfach nur die Runde abzuschließen. Oder Leute, die aus purer Langeweile vom Warten irgendetwas an die Wand kritzelten. Leute, habt ihr Animal Crossing gespielt? Und falls du die Helden noch nicht freigeschaltet hast, kann es sein, dass du in der Lobby warten musst, weil all deine verfügbaren Helden bereits von wem anders gespielt werden. 80 Euro. Okay, sehr witzig, EA. Nun gib mir bitte mein Geld zurück. Wurde etwa der Refund-Button entfernt? Es gibt gar keinen Refund-Button, du Vollidiot. Wie man sich vorstellen kann, ist Reddit auf die Barrikaden gegangen. Und der EA Community Reddit-Account wurde so oft runtergevotet, dass er nicht mal mehr genug Reddit-Kammer hatte, um am Subreddit Fragen zu beantworten. Yo. Was zum Fick? Später in einer Anhörung bezüglich Lootboxen und Glücksspiel sagte die EA-Vizepräsidentin dann, das wären keine Lootboxen, das sind Überraschungsmechaniken. We don't call them Lootboxes, I think that is surprise mechanics. Ja, und ich lade mir eure Spiele. Ich bin auch immer überrascht, wenn mein Portemonnaie plötzlich leer ist, weil ich wieder irgendeinen Sch** gekauft habe. Oder CSGO-Skins oder diesen ganzen Kack. Hier nicht illegal runter, das ist ein Überraschungsangebot. Das Fleisch ist nicht roh, es ist einfach nur nicht gebraten. Und oh, das ist kein Banküberfall, das ist Überraschungskommunismus. Und jetzt alle auf den Boden. Und Lootboxen zu öffnen sei das gleiche, wie wenn man ein Schoko-Überraschungsei auspackt. Lootboxen wurden daraufhin in Belgien gebannt und der Pay-to-Win-Aspekt wurde ein Jahr später aus dem Spiel entfernt, nachdem EA durch die ganze Sache bereits einen Haufen Kohle gemacht hat. Und letztendlich wurde der Support für das Spiel eingestellt. Und das Game wanderte auf den Friedhof der anderen ausgeschlachteten Spiele. Übrigens damals eingestellt mit der Begründung, an Battlefield 2042 zu arbeiten. Wir haben gesehen, wo das endete. Anthem. Episches. Im Grunde genommen ist man sich selbst dabei treu geblieben. Das stimmt schon. Erstaunlich konsequent. Und jetzt kommt Anthem. Ja, jetzt kommt Anthem. Multiplayer Weltraumabend. Und ich bin ehrlich, ich hatte nach Anthem und nach dem letzten Mass Effect, ich hatte wirklich Angst um BioWare. Weil ich habe gedacht, BioWare wird dann wahrscheinlich eingestampft. So wie so viele Studios schon zuvor seit den 90ern. Und da ist so viel auf der Strecke geblieben bei EA. Die haben so viele IPs gekillt, also so viele Gaming-Reihen gekillt und so viele Entwicklerstudios, die vorher schon jahrelang etabliert waren, haben die einfach innerhalb kürzester Zeit runtergewirtschaftet. Und das ist einfach so traurig. So traurig. Abenteuer. Eine angekündigte 10-Jahres-Roadmap für das Spiel mit ganz vielen tollen Plänen für die Zukunft. Und das sah so gut aus erstmal. No ability to pay for power. Das sieht so gut aus, es wird auf keinen Fall scheitern. Bugs, 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 Connection-Probleme, Bugs und noch mehr Bugs. Die Level-1-Waffe ist stärker als alle legendären Waffen im Spiel. Die Loading-Screens brauchen zusammengerechnet länger als die eigentliche Mission. Und das hier ist die Level-1-Rüstung. Und das ist die legendärste Rüstung im Spiel. Geil. Töte alle Gegner in diesem Bereich. Töte alle Gegner, bis der Sender aktiviert ist. Töte alle Gegner, bis du wieder einen neuen Bug bekommst. EA hat das Entwicklerstudio namens BioWare, was bis jetzt ausschließlich Singleplayer-Story-Games entwickelte, dazu gezwungen, einen Multiplayer-Destiny-Klon zu machen. Einfach, weil das gerade bei den Kids gut ankam. Hör auf, kreativ zu sein. Dazu noch ein paar zu strenge Deadlines und dann kommt halt eben sowas bei raus. 2 Jahre später und der Support für das Spiel wurde eingestellt. Aber in dem Fall, ich möchte EA nicht verteidigen, aber es war BioWares Schuld in dem Fall. Also bei Anthem war es BioWare. EA hat da richtig viel Geld reingeballert ohne Ende. Die haben denen auch Freiheiten gegeben, auch Zeit gegeben, die hatten genug Zeit. Aber es war bei Anthem genauso wie bei Cyberpunk. Die haben Ewigkeiten wussten die halt nicht, also wurde alles wieder umgestellt, wieder von neuem. Und am Ende kam ein völlig überaltes Produkt dabei raus. Ist aber Missmanagement. Und das lag halt in dem Fall nicht an EA. Ja, muss man fairerweise vielleicht nochmal sagen. No Man's Sky war Sony. Und da war es genau das Gleiche, war auch völlig übereilt rausgehauen. Das ist die Definition von Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Oh, aber das war's noch nicht. Der EA-Zyklus. Man findet ein kleines Entwicklerstudio, welches leidenschaftlich an einem erfolgreichen Game gearbeitet hat. Man kauft das Entwicklerstudio auf. Hallo Leute, diese Firma gehört jetzt EA.
Ab sofort 100 Stunden pro Woche arbeiten, 3 Spiele pro Jahr rausbringen. Jedes Game bekommt 5 DLCs, einen Battle Pass, Lootboxen, Skins, Pay to Win. Und falls ihr kreative Ideen habt, das erste Spiel kommt raus unter EA's Leitung. Oh nein, was eine Überraschung. Das Spiel ist gefloppt. Warum habt ihr euch nicht besser angestrengt? Ihr seid alle gefeuert. Und irgendwann wird das Studio dann geschlossen. All diese gezeigten Entwickler. Boah, es ist so traurig, ne? Es ist so traurig. Origin habe ich geliebt, Bullfrog Games habe ich geliebt, Westwood, Maxis, oh, es ist einfach so traurig. Es ist einfach so traurig. Oh, es ist richtig sad. Ja, leider war. Es sind weniger, als man erwarten sollte, aber es tut immer noch sehr weh. Es ist so, oh Mann. Wurden, nachdem sie erfolgreiche Spiele entwickelten, von EA gekauft und Jahre später wegen schlechten Releases geschlossen. Und habe ich euch schon von dem Skandal erzählt, bei dem EA für ein bald erscheinendes Spiel Fake-Demonstranten anheuerte, um Kontroversität für das Spiel zu suggerieren? Oder als EA Reddit-Mods angeboten hat, ihnen Zugriff für die Battlefront-Alpha zu geben, sofern sie negative Beiträge im Subreddit entfernen? Oh, und solltest du dich für 2 Jahre nicht bei der EA-Plattform Origin anmelden, löscht EA all deine Spiele, für die du bezahlt hast, und deaktiviert deinen Account. Fürs Oh, hey, mein Lieblings-SimCity. Ist das wahr mit den 2 Jahren nicht einloggen bei Origin? Habe ich noch nie was von gehört. Obwohl, naja, gut, es gibt ja. Du kaufst die Spiele ja nicht, du leihst sie ja nur im Grunde genommen. Du kaufst ja begrenzte Nutzungsrechte irgendwie. SimCity brauchte man 2013 einen dauerhaften Online-Zugang, um eine Singleplayer-Kampagne zu spielen. Und von den jährlichen FIFA-Spielen muss ich, denke ich, gar nicht erst anfangen. EA Sports ist wie eine schwarze Seuche, die alles auf dem Gaming-Markt langsam infiziert. Und jedes eurer Lieblingsspiele könnte das nächste sein. Sie werden zuschlagen mit ihren gierigen Fingern. Sie werden sich jeden Cent von dir holen, nachdem sie dich mit einer neuen Fortsetzung wieder in den Bann gezogen haben. Oh, guck mal, das Spiel sieht doch gut aus. Ich glaube, das bestelle ich vor. Was kann da schon schiefgehen? Ja, das war EA in einer Nussschale. Leider war.